Also als globales Indie-Media-Projekt planen wir jetzt seit einem guten Dreivierteljahr ein Videodistributionsprojekt, also ein Sprich- und Verteilungsprojekt von High-Quality-Videomaterial über das Internet. Das nennen wir IVDN, das steht für Independent Video Distribution Network. Und das hat einfach als Zielsetzung möglichst gutes Qualität, hochqualitätes Video, was du halt normalerweise nicht über das Internet verbreiten kannst, halt global zu verteilen. Also dass es jedem möglich ist, diese Videos herunterzuladen und halt lokal irgendwie fortzuführen oder in Fernsehen zu bringen oder auf lokalen Sendern etc. pp. Und was soll da alles zur Verfügung stehen? Also was für Filme, Videos werden dann da angeboten oder woher kommen die? Also das wird genau nach dem gleichen Open Publishing Verfahren sein, wie halt normal Artikel, Bilder und Audios etc. schon gepostet werden. Es werden ja auch aktuell schon Videos einfach so auf Indie Media veröffentlicht, wie zum Beispiel dieses hier auch. Dieses Projekt ist einfach nur dafür da, gezielt einfach nur für Video da zu sein. Es wird genau nach dem gleichen Open Publishing Prinzip funktionieren, allerdings nicht mehr wie über ein Webformular, weil das technisch einfach sehr kompliziert ist, darüber große Dateienmengen, wie sie halt bei Videos auftreten, zu veröffentlichen, sondern es wird dann über einen sogenannten offenen FTP-Zugang möglich sein, da Videos hochzuladen. Und es ist einfach nur die Zielsetzung, da High-Quality-Sachen drüber laufen zu lassen zu können, die halt über die normalen bisherigen Indie-Systeme nicht möglich sind. Wann denkst du, wann das Projekt starten wird? Das Projekt läuft schon, also die Seite video.indiemedia.org läuft schon, die ist schon online, ist allerdings, sagen wir mal so grob gesagt, halbfertig. Wir haben einen Großteil von den Sachen schon fertig programmiert, aber fehlt im Moment noch so ein bisschen an Ressourcen und an Leuten und an Zeit vor allem, halt wirklich die Sachen fertig zu konfigurieren und alles richtig bereitzustellen. Also zum Beispiel muss noch sehr viel an Übersetzungen gemacht werden und sehr viel Informationstexte auch über das Projekt selber. Und das fehlt halt alles noch. Also es ist im Moment einfach zu wenig Leute dabei gewesen. Und das Projekt, wir haben es jetzt seit einem Dreivierteljahr und es haben so 2-3 Leute mitgearbeitet und ist damals entstanden daraus, dass wir mal auf der globalen Indie-Media-Seite von den ganzen Indie-Techs mal so eine Anfrage hatten, ob jemand irgendwie Serverressourcen hat, also ob wir irgendwie Möglichkeit haben, irgendwo noch Bilder hinzulegen oder ob irgendwie noch Kapazitäten da sind, was wir halt irgendwie an Technik für die Server brauchen. Daraufhin hat sich dieses Internetarchiv, also archive.org bei uns gemeldet und hat gesagt, dass wir gerne bei denen irgendwelche Videos und so weiter hochladen können, dass sie halt auch den entsprechenden Bereich dafür haben. Und anhand dessen haben wir dann halt das erste Mal gesehen, okay, dass wir da die Möglichkeit haben, wirklich Videos in hoher Qualität in eine größere Masse bereitzustellen, was halt sonst im technischen Rahmen kaum möglich ist, weil das einfach zu viel Bandbreite und zu viel Kosten verursacht. Und durch das Angebot von archiv.org kam dieses ganze Projekt in Gang. Und da war dann so die erste Mal die Möglichkeit, das irgendwie am Laufen zu kriegen. Und das so in Gang zu bekommen, da halt wirklich gutes High-Quality-Material übers Internet zu verbreiten, wo du dann eben nicht lokal irgendwie deine nächste Videogruppe oder die ist dann irgendwie in der nächsten Stadt und dann musst du dich erstmal lange auf die Suche nach einem Film machen und dann mangelt es auch in aller Regel an Aktualität, sondern dass du wirklich das Material von gestern, von der größten Demo, von sonst was oder von der letzten Aktion in der Richtung, wirklich ein gutes Material, was du dann am nächsten Tag gleich irgendwie auf der Webseite hast und dann irgendwie übers Internet verbreiten kannst. Und dass die Sachen halt wirklich innerhalb von wenigen Tagen oder wenn es gut läuft, sogar innerhalb von wenigen Stunden ums Netz, um die Welt gehen und dann halt gleich, also die Aktualität ist dabei auch so ein ganz wichtiger Punkt. Und wann denkst du, wird das Projekt fertig sein? Ist schwierig zu sagen. Also es gibt einige Schritte, die noch getan werden müssen. Das ist erstmal die Fertigstellung dieser einen Seite. Und das IVDN ist halt ein Netzwerk, also es soll nicht nur aus diesem einen Server bestehen, der halt jetzt für Indie steht, sondern es sollen alle Videoprojekte, die irgendwie daran teilhaben oder daran mitteilnehmen wollen, halt auch ihre eigenen Server mit reinstellen. Also sprich, dieses Netzwerk wird wachsen und wachsen und wachsen und ist halt darauf auch daraus ausgelegt, halt wirklich nicht nur irgendwie für Indie-Media dazustehen, sondern wirklich alle Videoprojekte, die es irgendwie gibt, unter ein Dach zu bringen. Und also auch nicht unter dem Label Indie Media, sondern das soll ruhig unter Independent Video Distribution Network laufen. Und das ist so eine dieser Zielsetzungen. Also die Indie-Seite alleine wird sicherlich, wenn es gut läuft und wenn wir noch ein paar Leute rankriegen, in so einem halben Jahr, also wirklich in dem Status sein, wo du sagen kannst, okay, jetzt können wir richtig den Outreach betreiben, jetzt können wir die ganzen anderen Projekte mit reinbringen. Aber es muss noch einiges programmiert werden und es muss auch noch einiges an Dokumentation und Hilfe und so weiter geleistet werden, bis wirklich das für jeden zugänglich ist. Was denkst du, was für Filme dann zur Verfügung stehen werden?
Alles was, also natürlich kein Copyright geschütztes Material, weil, also beziehungsweise nicht im Download-Format, also, das wird, können wir da nicht bereitstellen. Allerdings alles, was irgendwie in einer Form für die Medien, für die Leute interessant ist. Also wenn, selbst wenn es der eigene produzierte Musikclip ist, wenn es sein muss, können sie es gerne damit bereitstellen. Also wir setzen da keine Grenzen. Also es ist, wie das Open Publishing-System halt von Indie Media. Also das, da haben wir in dem Sinne auch noch nicht irgendwie eine Moderationspolitik für Videos eingeführt. Also bis auf das Copyright-geschützte Material, wo wir dann einfach, wenn ihr den letzten TV-Screener oder den letzten Kino-Rip irgend sowas darauf stellen, dann kriegen wir einfach sehr schnell rechtliche Probleme und dann, das wollen wir einfach nicht. Also das schadet dem Projekt dann halt eher. Und wie ist das zum Beispiel bei Videos, von Demo-Videos, wenn die Gesichter erkenntlich gemacht werden? Also so die Moderationskriterien, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, nein. Liegt allerdings auch eher in der Verantwortung derjenigen, der es dann halt veröffentlicht. Also wir haben das gleiche Problem beim deutschen Indie-Media halt auch, dass Bilder schon allein halt nicht immer unkenntlich gemacht werden. Und die werden dann halt auch nicht immer rausgenommen. Also das ist, ich denke mal, das gleiche Problem. Aber ich denke mal, das liegt ganz in der Verantwortung halt von den Leuten, die das veröffentlichen. Wenn es wirklich sehr kritisch wird und wirklich sehr viel, also natürlich haben wir dann kann man sich auch an uns wenden und sagen, hier, das ist wirklich so kritisch, da habe ich jetzt irgendwie ein Gerichtsverfahren mal anlaufen oder da kriege ich irgendwie ziemlich Ärger, dann sollen sich die Leute dann an uns wenden. Also das ist nicht unbedingt der Faktor, wo wir dann sagen, okay, nee, das muss alles unbedingt auf der Seite bleiben. Also da setzen wir aber eigentlich eher auf die Verantwortungsgefühl von den Leuten, die halt die Videos produzieren. Gibt es schon ähnliche Projekte? Ja, gibt es. Es gibt dieses NG Visions, das ist aus Italien, wenn ich mich recht erinnere. Das arbeitet ziemlich ähnlich, zumindest von der technischen Seite her. Die haben allerdings auch einen geschlossenen FTP-Server. Also das, und dann gibt es noch V2V, also unter v2v.cc und ngvision.org, glaube ich, also ng und dann Vision, also Nordpol Gustav Vision, .org und V2V, also video2video.cc. Das sind so zwei ähnliche Projekte, von denen wir uns auch so einen Großteil der Technik so ein bisschen abgeguckt haben. Die benutzen aber beide keinen offenen FTP-Server, wo jeder halt seine Nachricht nur hochladen kann, sondern die laufen beide halt über ein mehr oder weniger geschlossenes System. Also sprich, du musst irgendwie Vitamin-B-Kontakt zu den Leuten haben und dann wird das da veröffentlicht. Also es sind eher geschlossene Videogruppen an sich. Und deswegen entsteht auch die Idee, also nicht nur einfach diesen eigenen Indie-Media-Videoserver, der halt im Prinzip genau das gleiche macht wie V2V, aufzusetzen, sondern einfach auch die Gruppen zu vernetzen. Und das wird halt so der nächste Schritt. Also erstmal wird es der Schritt sein, Videoserver halt aufzusetzen, den wir halt produzieren können. Und der nächste Schritt wird dann sein, halt diese ganzen Gruppen zu vernetzen. Und das wird sicherlich noch der größte Teil der Arbeit sein.